Ja, all safe, alles außergewöhnlich. Ich habe ja schon heute Mittag ein klein bisschen euch berichtet, was alles bei uns außergewöhnlich ist. Und möchte die Gelegenheit heute nutzen, euch auch noch mal einen anderen Aspekt von mir zu erzählen. Ich glaube, viele von uns haben das mitbekommen, all safe ist so eine Art Biotop. Und wir sind für viele, denke ich, auch Vorbild als Unternehmen und auch Vorbild in der Gesellschaft. Mit der Rolle, die wir uns gewählt haben, als blauer Pionier für gesundes Wirtschaften aufzutreten, eben Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, das grüne Wirtschaften, also das Sparen und das sparsame Wirtschaften mit unseren Ressourcen eben im Geist zu haben und gleichzeitig aber auch zu schauen, wie können wir dauerhaft unseren Fußabdruck auf der Erde verringern, indem wir eben unseren Produkten auch ewiges Leben schenken, haben wir eine besondere Verantwortung. Ich denke, wir sind dort alle Botschafter und Vorbilder. Ich sehe aber dieses Biotop oder generell, ich sehe die Wirtschaft und die Unternehmen in Deutschland in Gefahr. Und ich sehe eben Gefahr durch Extremismus. Einige von euch, die Älteren, erinnern sich vielleicht an die 70er Jahre. Da hatten wir schon mal eine ähnliche Situation, zumindest hier in Westdeutschland, eben den Linksextremismus. Und der hat eben auch recht intensiv unsere Gesellschaft in Gefahr gebracht. Das war damals die RAF, aber eben auch einige Parteien. Und heute sehe ich eben eher die Gefahr eben von rechts. Rechtsextremismus, die AfD und Reichsbürger. Komplexe Probleme. Und Demokratie ist komplex, glaubt mir das. Komplexe Probleme brauchen auch komplexe Antworten. Dafür gibt es keine einfachen Antworten, wie uns vielleicht der ein oder andere weismachen möchte. Und wer das glaubt, der ist in meiner Wahrnehmung einfach nur naiv. Aber warum ist es eine Gefahr? Was bedeutet das für uns in der Wirtschaft? Was bedeutet das für uns in den Unternehmen? Ich denke, wir sehen das heute Abend. Wir benötigen Vielfalt. Vielfalt der Perspektiven, Vielfalt der Erfahrungen. So wie wir hier in dieser Vielfältigkeit heute alle versammelt sind. Hier heute hier in Engen und parallel die Kollegen auch in Fürstenwalde. Wir benötigen aber auch Immigration. Wir benötigen Immigration, um eben Fachkräfte zu finden. Und schaut euch doch nur mal nach links und nach rechts oder auf das Gegenüber an. Ihr werdet feststellen, sehr viele von euren Nachbarn sind halt irgendwann mal hierher emigriert. Und sei es aus der näheren Ferne aus Norddeutschland, hier in Segau. Aber wir haben eben auch viele, die aus Schwarzafrika gekommen sind oder aus Afghanistan oder aus vielen anderen Ländern dieser Welt und sind heute wertvolle und wertgeschätzte Kollegen für uns. Und deshalb brauchen wir auch Immigration. Und wir benötigen Meinungsfreiheit, denn davon lebt die Demokratie. Und das bedeutet für mich ein Bekenntnis zur Leistung, zur Fairness, zur Toleranz und damit auch zur Demokratie. Und Demokratie heißt auch, eben Dinge eben zu tolerieren. Und tolerieren heißt in vielen Fällen auch andere Meinungen, Dinge, die vielleicht nicht gut laufen, mal auszuhalten. Aber das funktioniert nur, wenn wir eben alle zusammen ein friedliches Miteinander haben von allen Menschen, aus allen Kontinenten, allen Ethnien, Hautfarben und Religionen.
Denn ohne diese Werte und ohne unser Bekenntnis und unseren Kampf für diese Werte gibt es keine Sicherheit, keinen Wohlstand, keine Freiheit. Was wünsche ich mir? Vielleicht vom Weihnachtsmann oder von euch allen? Seid Vorbild und Kämpfer für eine offene Gesellschaft. Schweigt nicht und stimmt nicht mit ein in das Politiker-Bashing. Oder wenn eben Hass und Hassreden um euch herum in der Familie, im Freundeskreis oder wo auch immer passieren. Auch mir gefallen sehr viele Dinge nicht, wie heute in der Politik agiert wird. Aber als Unternehmer gilt es halt, sich mit dem Rahmen, der gegeben ist, in dem wir hier alle freiwillig leben, eben sich irgendwie zu arrangieren und Lösungen dazu zu finden und einen Weg zu finden, wie man trotzdem dabei erfolgreich wirtschaften kann. Extremismus tötet unsere freiheitliche Gesellschaft und gefährdet auch deine Freiheit, deinen Wohlstand und deine Sicherheit. Ich bin jedoch Optimist und ich glaube an das Gute. Und ich glaube eben auch an diese Vision von AllSafe als heute vielleicht eine kleine Insel der Glückseligen oder auch vielleicht ein Vorbild. Das ist mein Antrieb, weil ich an euch glaube und weil ich eben generell daran glaube, dass Menschen im Grundsatz gut sind und das Gute wollen. Und es gibt so viel Gutes. Lasst uns darüber sprechen. AllSafe, alles außergewöhnlich. Und ich wünsche mir, seid stolze Botschafter der guten Nachrichten. Das ist jetzt heute mal eine ganz andere Ansprache zu Weihnachten, aber das hat mich dieses Jahr sehr stark bewegt, was doch an Radikalisierung eben auch in unserer Gesellschaft da ist und die schlägt natürlich auch in unser Unternehmen zurück. Und da macht es mich umso glücklicher und auch eben umso stolzer, so viele sehr, sehr unterschiedliche Menschen zu sehen, die zusammengekommen sind, in dieser Leistungsgemeinschaft gemeinsam zu leisten, sich wertzuschätzen und eben auch heute Abend gemeinsam zu feiern. Und dafür sind wir da. Ich freue mich jetzt, mit euch gemeinsam Weihnachten zu feiern. Und wie vorhin schon der Tobias sagte, jetzt ist das Buffet eröffnet. Also.